Das Geheimnis von Casino Delfino. Heißt jede Mission hier... Ach so, nicht ganz. Ach so, das Casino. Ah, jetzt kommen wir ins Casino. Aber es ist immer das Geheimnis oder das Mysterium von Punkt, Punkt, Punkt. Entschuldigung, leider ist Reden und Springen der gleiche Knopf. Nun, Mario, schau mal beim Casino vorbei. Ich sag meinen Jungs, dass du kommst. Auf, geh schon. Na, Mario, hier entlang bitte. Hi, Finn, hallöchen. Die Mütze, die ist da hinter mir. Ich habe die abgelegt, weil ich irgendwie keinen Bock mehr drauf habe. Ich weiß nicht warum. Die hat sich irgendwie... Die wurde alt. Ich muss mir was Neues überlegen. Aber hier ist der Squid und da ist die Mütze. Die sind noch dabei, aber halt nicht mehr so aktiv. Sind in Ruhestand. Ja, ich würde ja gern mit dir reden. Ich sehe wassergetriebene Rollen zum ersten Mal. Aha, okay, alles klar. Ernst. Und jetzt? Hallo? Ich sehe wassergetriebene Rollen zum ersten Mal. Geht dieses Ding je kaputt und spuckt dann Münzen aus? Was ist denn jetzt? Ich habe irgendwie 3,7. Das klingt doch gut, oder? Aber ich mache das mal bei allen hier, ne? Muss ich hier auch was machen vielleicht? Nee. Mach mir das Gegenüber auch mal. Okay. Auch nicht schlecht. Ich glaube, das musst du bei allen machen. Glaube ich auch. Ich habe nur nicht gesehen, dass es überhaupt andere gibt vorher. Nein, 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 nein! Ah, zu spät. Okay, machen wir lieber wieder Rolle für Rolle. Ha, hier kommen irgendwie immer Geister, habe ich das Gefühl, oder? Nee, nicht immer. Oh ja. Na also. Oh oh. Jetzt heißt es, der Preis ist heiß. Oder so. Ist das jetzt Memory oder... Ach nee. Na super. Das habe ich gut gemacht. Ah, Mist. Das ist gar nicht so leicht mit dem Wasserstrahl hier so genau. Nur die Punkte zu treffen, die wir gern treffen würde. Warte, ich glaube, in der Perspektive dürfte ein bisschen besser funktionieren wahrscheinlich. Oh, sollte man meinen. Mein Gott, der verteilt aber ganz schön seine Tröpfchen. Das geht überhaupt nicht besser so. Dann doch lieber so, da tropft er nicht so viel. Ach, komm schon. Wirklich. Ei. Ach, komm schon, wirklich.
Okay, das ist mir lieber auf jeden Fall. Gut. Ja. Ja, also. Interessantes Casino, das die da haben. Und alles nur für so ein super schweres Jump'n'Run-Level wieder. Da. Oh, der bewegt sich. Hm. Gut, jetzt weiß ich's. Ich hoffe, ich habe noch 1 Milliarde Leben, hoffentlich. 4. 4 ist fast 1 Milliarde. Wenn ich das schon sehe. Oh, das finde ich gar nicht gut. Okay, geht eigentlich soweit. Ah, das ist ja super nice hier. Ah, cool. Bravissimo! Puh. Die Level finde ich aber eigentlich cool. Die sind auch echt schwer und fordernd und alles. Aber eigentlich cool. König Buhu Keller. Bosszeit. Ich habe anscheinend eine blaue Münze gefunden. Okay. Weil ich komisch gegen die Fackel ins Wasser gestürzt bin. Ausgezeichnet. Zum Casino hier entlang, bitte. Nun, ich muss gestehen, das Casino ist heute leider geschlossen. Es kommen schaurige Geräusche aus dem Keller. Pronto, sieh nach. Bitte hilf uns. Dankeschön. Wie komme ich denn in den Keller? Du hättest mir ruhig noch eine Wegbeschreibung geben dürfen. Ich war noch nie in einem Keller. Ah, Mario, hier entlang bitte. Achso, übers Casino wahrscheinlich, oder? Oder? Ich dachte, der Geist hätte wenigstens eine echte blaue Münze, wenn er schon nur fake ist. Aha, was ist denn hier? Aha, na guck dir das an. Achtung, Spoiler. Keller ist meistens unter einem Gebäude. Crazy. Okay. Ich
Muss ich an der Zunge ziehen oder was? Muss ich ihm Früchte raufwerfen? Chili bestimmt. Komm her, Chili. Ich werfen wir jetzt auf seine Zunge. Ah ja, und jetzt ist ihm heiß. Und jetzt lösche ich ihn. Und dann geht's ihm wieder gut. War vielleicht nicht der ideale Plan. Und jetzt ist er köstlich. Ich versuch's noch mal mit Feuer. Oder auch nicht. Okay, ich fütter ihn so lange mit Früchten, bis ihm richtig, richtig schlecht wird. Vielleicht ist das der Plan. Du solltest etwas gegen den Geist unternehmen. Hey, danke für den Tipp, Dreck weg. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Das ist echt mal ein super Tutorial-Tipp. Du solltest deine Feinde besiegen. Random stuff. Oh mein, die Kombo und mich hier ganz schön nieder. Ach, komm schon. Nein! Da wirft er mir schon mal zwei Bomben vor die Nase. Ich kann es leider nicht nutzen. Seltsame Zwiebeln. Ich schätze mal, ich könnte dem irgendwie Schaden machen in jeder Runde, oder? Wenn ich nur wüsste, wie. Münzen! Das klingt doch gut. Boah, es gibt auch tatsächlich einfach nur Münzen. Das ist echt nett. Die Heilungsrunde. Okay, eine Fruchtrunde. Jetzt passt auf. Ich versuche das noch mal mit Chili, werde ihn aber diesmal nicht löschen, sondern lass ihn brennen. Dann weiß ich es aber jetzt leider auch nicht. Ah! Guckt euch das nicht an. Endlich, zum ersten Mal habe ich ihm tatsächlich was getan. Anzünden und dann befruchten. Das klingt falsch. Okay, Gegner. Komm her, genau, warte mal, dich kann ich eventuell brauchen. Nee, funktioniert irgendwie auch nicht. Fruchtrunde. Wie kein Chili. Ah doch, da hinten ist Chili. Ach, da wäre auch Chili gewesen. Hä? Bitte was? Ist jetzt immun gegen Chili? Ah, okay. Thank you.
Ach, muss ich wirklich jetzt, damit der anfängt? Ja. Nix. Wow. Gleich zwei Dinge auf einmal gestoppt. Nicht schlecht. Fruchtrunde. Na gut, wenn wir jetzt schon hier oben sind, gehen wir gleich nochmal rein. No batteries, also hätte ich ein Ladekabel hier. Eigentlich dachte ich. Ach ja, mal. Im Wohnzimmer holen. Ich gerade sie. Naja. Was ist Säubere Lido Sirena? Wen? Den Außenbereich? Ja, anscheinend den Außenbereich. Na dann. Mario, wir sind in Schwierigkeiten. Der Elektroschleim ist wieder da. Wo? Überall. Und los geht's. Na gut. That escalated quickly. So, wo ist denn noch was? Sind wir fertig? Nee, anscheinend nicht. Ah, da. So viel Zeit muss sein. Ah, quack, quack, quack. Kein Wasser mehr. So, meiner Meinung nach sind wir fertig, Bürgermeister. Da ist noch ein Fleckchen oder zwei. So, ich wär's dann. Aber scheinbar ist er anderer Meinung. Ach komm, muss ich wirklich hier... Ah, tatsächlich. Man muss schon relativ gründlich sein, scheinbar. Naja, wir hätten noch gut Zeit gehabt. Wow, das war großartig. Ich dachte nicht, dass du es schaffst. Wundervoll, Mario. Na, der war leicht verdient jetzt, oder? Ein leicht verdientes Sonnenscheinchen. Bravissimo! Ich höre einfach, dadurch, dass da Bravissimo steht, müsste meiner Meinung nach Mario an der Stelle das auch sagen. Aber Mario hat noch nie Bravissimo gesagt. Ich weiß gar nicht, warum da Bravissimo steht. Das ist gar kein Mario-Ausdruck. Auf einmal Sonnenschein. Nanu. Ab in die Sonne mit uns. Entkorke den Wasserfall. Verstehe nicht ganz, wo wir jetzt sind.
Ich meine, alle Locations sind irgendwie um die Insel, aber jetzt stellen wir uns hier hin und schauen in die Sonne und dann sind wir plötzlich hier. Herzlich willkommen, Meister Mario. Wenn ich nicht irre, wir haben viel von dir gehört, genau. Und nur Gutes natürlich. Kurz zu mir. Ich bin ein alter Mann. Punkt. Nee, Quatsch. Der das Angeln liebt. Ich finde das viel besser, wenn er einfach nur sagen würde, ich bin ein alter Mann. Und dann geht's weiter. Aber seit kurzem gibt es ein Riesenproblem. Sieh bitte nach oben. Giftiger Giftschleimi schleimt mit seinem giftigen Giftschleim die Giftschleimi-Schleim. Bitte entschleim die Schleimis mit Schleim-Schleim. Schleim. Ich hab's schon gesehen. Lass mich jetzt spielen. Alter Mann, der gerne angelt. So, los geht's. Das Wasser ist, glaube ich, auch giftig, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da wollen wir eh nicht rein. War nicht irgendwas mit den Dingern hier? Wusste ich's doch. Wenn auch nicht so viel, ehrlich gesagt, mit denen ist anscheinend. Ah! Ah! Da ist er. Sieg und Sieg! Nochmal Mario, das kriegen wir hin. Nein, nein, bitte ein bisschen vorsichtig hier. Mach doch jetzt dein... Nein, das gibt es nicht. Der hätte nur bitte einfach... Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. An dem zweiten war ich jetzt schuld. Aber manchmal macht Mario einfach irgendwie diesen Zeitensprung nicht. Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Na dann, nochmal von vorn das Ganze. Komischerweise kann ich mich an das Level noch sehr genau erinnern. Ich weiß nicht genau warum. Ausgerechnet an das hier. Ich glaube, weil ich es echt gehasst habe. Aber gerade verstehe ich noch nicht genau warum. Ich meine, gut, wenn man ziemlich weit oben ist und dann fällt man runter, das ist ärgerlich. Ja, gut. Aber bis jetzt kommt es mir gar nicht so tragisch vor. Vielleicht kommt das noch. Ich hoffe nicht. Okay, Mario, jetzt komm. Yay! Genau, das wollten wir sehen. Puh. Wirklich? Nein, nein, oh Gott. Das hasse ich so. Hier ist wirklich die Doppelt- und Dreifachbelegung in dem Spiel teilweise ein bisschen nervig.
Weil hier quasi die Bomben greifen die gleiche Taste ist wie nach vorne hechten. Und jetzt wollte ich halt die Bombe nehmen und dann hechtet Mario nach vorne und ich stürze mich in die Klippe. Das ist natürlich nicht so super ideal. Das ist genau wie vorher, als ich mit den NPCs reden wollte und bin die ganze Zeit auf deren Köpfe rumgesprungen. Das war keine Absicht. Aber alles ist einfach hier doppelt belegt und teilweise ungünstig ein bisschen, finde ich. Ich frage mich, ob es hier eventuell nicht vielleicht weitergeht, sogar mit Abkürzung oder so. Irgendwas. Nimm den Weg mal hier. Nö. Neue Düse. Die Raketendüse. Sehr gut. Nein. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt, Spiel? Wirklich? Ich habe mir gerade die blaue Münze geholt und als Belohnung werde ich nach unten katapultiert wieder. Boah, ey. Come on. Aber so ist das Spiel eben. Ein gnadenloses Arschspiel ist das manchmal. Aber grundsätzlich dürfte und theoretisch, wenn ich nicht fast sterben würde und so, die Raketendüse schon durchaus helfen beim Hochkommen. Theoretisch. Ei, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das wollte ich gar nicht. Das ist gar nicht schlecht. Eine Münze. Du bist Mario. Der alte Mann da drüben ist mein Lehrer. Ja, ja, ja. Auf den Korken sitzt ein Verrückter. Er beschießt dich mit Farbgranaten, wenn du dich näherst. Ich dachte, ich helfe dir mit diesem Trampolin. Wasser benetzen. Ach so, ich soll's mitnehmen. Und das hilft mir dann beim Kampf. Nur wenn der das sagt. Aber jetzt kann ich meinen Turbo nicht benutzen. Ich weiß nicht, inwiefern das dann nützlich ist. Ah ja, ein extra Leben. Auch nicht schlecht. So. Vielleicht brauche ich das Trampolin aber wirklich, dass ich ihn überhaupt treffen kann, den Kerl da, oder? Nee, es geht. Es geht auch von hier. Es ist nur ein bisschen doof manchmal hier. Weil er leider automatisch auf den Bomben rumspringt wie auf kleinen Trampolinen.
Was ich gar nicht so möchte eigentlich, aber da habe ich kein Mitspracherecht. Da macht Mario, was er will. Hurra! Du Trottel! Na, bin ich froh. Chinese glauben auch, dass sie sich nicht an physikalische Gesetze halten müssen, ey. Unverschämtheit. Nee, ich bin froh. Ich bin froh, dass der nicht runtergespült wurde und ich nochmal hinterher springen muss. Eieiei. Ich komme schon langsam in die Steuerung ein bisschen rein und jetzt macht es mir auch mehr Spaß als am Anfang des Streams. Am Anfang war es wirklich so klobig irgendwie, dass ich mir dachte, aber jetzt geht's eigentlich. Es ist aber trotzdem nicht ideal, finde ich.